Wir laden Sie ein zu einer Reise durch unser Programmangebot. Sie dauert 38 Minuten und 40 Sekunden. Wenn Sie zwischendurch mal aussteigen wollen, Sie finden uns immer irgendwo im Luftraum über Bremen. On Air. Wir machen Höhenflüge mit Zwischenlandungen auf dem Boden der Tatsachen. Testen Sie uns. Sie müssen nur den Finger, die Antenne ausstrecken. Warum Radio Bremen? Wir wollen Ihnen ein Bild machen. Leihen Sie uns Ihr Ohr. Also dann sollten wir heute doch mal die Frage grundsätzlich beantworten, warum sollte man eigentlich Hansabelle hören? Na zum Beispiel, weil Sie diese Woche frei haben, Herr Neumann. Habe ich recht? Warum Sie Hansabelle hören sollen? Ganz einfach, weil sie schnell, aktuell und unterhaltsam ist. Radio Bremen hören heißt gut in den Tag hineinkommen und gut durch den Tag begleitet werden. Und außerdem haben wir ihn. Schließlich. Weil Sie sich das Beste verdient haben. Weil dort die besten Moderatoren arbeiten und weil sie die beste Musik bringt. Das Rotlicht ist vorher ausgegangen. Hansabelle. Guten Morgen, liebe Kollegen, es ist 9 Uhr. Wir haben heute vier entscheidende Themen auf dem Zettel. Der Castor-Transport, der ist inzwischen in Dannenberg angekommen. Die Polizei spricht von scharfen Auseinandersetzungen, die im Moment laufen. Das Stichwort Krieg ist unterwegs. Der zweite wichtige Punkt heute ist eine Debatte um die Beschäftigungsperspektiven für die Vulkan-Mitarbeiter. Drittes wichtiges Thema ist natürlich das neue Polizeigesetz in Niedersachsen. Darum kümmert sich unsere Hannoveraner Kollegin Margit Eckhold. Und schließlich müssen wir noch mal gucken, was mit dem Basler Herzog-Deal passiert. Wir sollten erst wieder da raufgehen mit der Hansawelle, wenn da Fakten geschaffen worden sind, vorher nicht. Die Monitore bieten Weltgeschehen, Material der Nachrichtenagenturen. Wichtig, unwichtig, unsere Nachrichtenredaktionen suchen und sortieren. Uns geht es darum, vielleicht noch mal ein paar Takte zum Hintergrund des Castor-Transportes zu erfahren. Was wird eigentlich dort transportiert? Warum wird es auf diesem Wege transportiert? Und da würden wir gerne noch mal vielleicht zwei, drei Takte drüber sprechen mit jemandem. Und würden gerne das mit Frau Griefer antun. Warum das hier wieder zurückgebracht werden muss und wie die Verpflichtungen da sind, könnten wir auch vorher aufzeichnen. Heute Mittag das Moderator ist Herr Knobbe, Werner Knobbe. Danke, tschüss. In Hannover begrüße ich die niedersächsische Umweltministerin Monika Griefern. Frau Griefern, was kommt denn da noch auf Lüchow-Danneberg zu? Was ist bisher denn vertraglich verpflichtend vereinbart? Naja, es sind bislang anvisiert etwa 110 Transporte aus La Hague und etwa nochmal weitere 30 bis 40 aus Windscale, also aus Sellafield in England, also zwei Wiederaufarbeitungsanlagen. Da können wir gleich mal. 60er Jahre. Informationen sind schnell zu besorgen. Zum guten Radio aber gehört mehr als Schnelligkeit. Sie hält Niedersachsen das noch durch, meinetwegen auch die Bundesrepublik Deutschland. Man kann ja nicht jedes Mal 15.000 Polizisten einsetzen, um diese Transporte zu sichern. Ja, ich glaube wirklich, das ist auch ein Problem für die Demokratie, wenn man die Meinungen von Bürgern... Schnelligkeit, Kompetenz und Erfahrung. Sie erst machen Sinn, zusammen mit den neuen Techniken. Anfragen von anderen Anstalten, die das haben. Tagesgeschäft, Berichterstattung aus der Bürgerschaft. Wir haben einen Castor und da ist allerhand los. Also der steht mit Sicherheit an erster Stelle und dazu wahrscheinlich auch ein, möglicherweise sogar zwei Hintergrundgespräche. Wir könnten frühestens ab 12.20 Uhr damit draufgehen. Ja, ich glaube, ich werde es schaffen, dass Sie die Berichterstattung gleich am Anfang der Sendung zu platzieren ist. Das heißt dann also um spätestens 11:55. Tagesgeschäft mit neuer Technik. Der Bericht wird als Telefongespräch wie bisher zur Redaktion durchgegeben. Guten Tag, hier meldet sich aus der Fast wie bisher. Christian Siegel. Bitte schneiden kann man ja bei digital nicht mehr sagen. Dann sage ich, bitte loslegen. Der Text geht wie folgt. Auf Antrag der oppositionellen Grünen und der Wählergemeinschaft Arbeit für Bremen wird die bremische Bürgerschaft noch in diesem Monat einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Nicht mehr schneiden, das heißt, Band und Schere sind passé. Klicken ist die typische Handbewegung. Die Firma beschäftigte 23.000 Leute und hatte einen Umsatz von 6 Milliarden Mark. Was so aussieht wie die Skyline von Manhattan, ist Wort für Wort gewissermaßen Hochhaus für Hochhaus der Telefonbericht aus dem Parlament.
vom Computer gespeichert und von mehreren Arbeitsplätzen abzurufen, gleichzeitig. Im neuen digitalen Nachrichtenstudio entsteht jede Stunde neu eine Sendung mit der Maus. Angeklickt vom Redakteur, ohne Tontechnik, ohne Nachrichtensprecher. Was Sie davon haben? Radio Bremen bietet Ihnen jetzt mit demselben Personaleinsatz mehrere Nachrichtenformate. Der Reporterbericht aus der Bürgerschaft wird für drei Nachrichtensendungen zugeschnitten. Schnelle Nachrichten mit Originaltönen aus einem der modernsten Studios der ARD. Teuer? Nein. Nicht Millionen, knappe 600.000 Mark hat diese Technik gekostet. Sinnvolle Rationalisierung. Die Trennung zwischen Redaktionsbüro und Studio ist aufgehoben. Die Grenzen zwischen den Arbeitsplätzen werden fließend. Der Redakteur hat eben den Bericht angenommen, gekürzt, hat seine Moderation geschrieben und fährt den bearbeiteten Bericht selbst ab. Die bremische Bürgerschaft hat heute beschlossen, einen Untersuchungsausschuss zum Konkurs des Vulkan anzusetzen. Aus der Bürgerschaft Christian Siegel. Auf Antrag der oppositionellen Grünen und der Wählergemeinschaft Arbeit für Bremen wird die bremische Bürgerschaft noch in diesem Monat einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Er soll klären, unter welchen Umständen der größte deutsche... Radio Bremen zum Mitmachen, Einmischen, zum Nachfragen. Das Stadtstudio in der Obernstraße. Auf der Hansawelle aus dem Studio K in der Obernstraße und nach wie vor im Studio Dr. Ina Dial, praktische Ärztin, und die behandelt anders gegen Allergien. Und Allergien ist weiterhin unser Thema. So ist es. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen mit den homöopathischen Mitteln vertraut machen. Jetzt würde ich Sie erstmal ganz kurz fragen, haben Sie eine Allergie? Ja, ich bin heute Morgen beim Arzt gewesen wegen einer Kieferhöhlenvereiterung. Und da hat er mich auf Allergie untersucht und festgestellt, dass ich also Schimmelpilzallergie habe. Genau. Wie wirkt die Homöopathie zum Beispiel? Homöopathie ist ja was ganz Verdünntes. Ohr sind nicht gut. Es ist Sonntag, 6:03. Am Mikroskop ist André Fitzner. Guten Morgen. Hansawelle, das Rundschau-Telegramm. Mit der Rundschau am Mittag im Studio Christiane Schwalbe. Hansawelle. Heute Nachmittag mit Christiane Köller. Tag auch. Lost and Found mit Christian Günther und lauter Arche Noah Songs. Das Nordlicht unter den Radios. 14:07 Uhr, die Hansawelle am Nachmittag. Heute mit Brigitte Peterer. Ich grüße Sie. Ohrsinnig gut. Das war der Nachmittag auf der Hansawelle mit Burkhard Rausch. Ich wünsche noch einen angemessenen Abend. Bis dann. Hansawelle. Die Rundschau am Abend im Studio begrüßt Sie, Werner Knabe. 20:04 Uhr, der Abend auf der Hansawelle. Am Mikrofon ist Andrea Schnur. Guten Abend. Hansawelle. Ohrsinnig. Sanft. Radio ist Kulturträger. Manche Radiomacher sind Kulturproduzenten. Einer stellvertretend Hans Otte. Der Erfinder von Pro Musica Nova, gefeiert in der Weserburg. Einer, der Lust macht, seinen Ohren zu trauen. Einer, der für Radio Bremen 2 steht. Eine Welle, die ihren Ohren alles zutraut. Radio handelt vom Hören. Radio Bremen handelt konsequent, lustvoll, abwechslungsreich. Radio Bremen 2 ist die Radioalternative, hat andere Töne, andere Worte. Ist die Programmvielfalt auf einer Welle, ist Mentor für Musik. Radio Bremen 2. Musica Nova ist ein Festival für zeitgenössische Musik, das Radio Bremen schon seit 1961 veranstaltet. Und das Spannende daran ist, dass alle 2 Jahre immer wieder was ganz Neues passiert. Und ich denke, in diesem Jahr
ist uns das ganz gut gelungen, das Interesse zu wecken. Ich finde toll, dass die Leute neugierig sind, dass sie sich fast um die Eintrittskarten geschlagen haben neulich und dass also ein Andrang ist, wie ich mir das vorher gar nicht vorgestellt habe. Radio Bremen 2 ist der hörbare Vorsatz, die Ansprüche des Publikums zu erfüllen und daraus Programm zu machen. Ansprüche auf Aktualität, mit Tiefsinn, Nachdenklichkeit und Witz. In den Journalen zum Beispiel, dreimal am Tag. Was es bei uns gibt, ist Information, aktuelle Information aus Politik, aus Kultur, aus Wirtschaft und dazu den Hintergrund. Die klassische journalistische Form, der Kommentar, die Glosse, die Reportage, die Theaterkritik, die Rezension, der Bürgermeister, der Unternehmer, der Künstler, der Theaterintendant, die kommen zu uns, mit denen reden wir über das, was passiert, was passieren wird, was zu erwarten ist. Wer uns nicht hört, verpasst eigentlich alles. Wir nehmen uns jede Menge Freiheiten, eigentlich alle Freiheiten, und wir hoffen, dass alle an diesen Freiheiten auch Gefallen finden. Bremisches, alltägliches, menschliches, Art und Weise, täglich. Auch das ist Radio Bremen 2. Und das ist Dold. Dat wär fiete Buden schön, sin innere Befindlichkeit, sin Leben lang. Und dieser Stolz, das war fiete Butenschöns innere Befindlichkeit, sein Leben lang. Sin Schäben hätt i für die Ewigkeit bot, auch wenn dat bloß ein Traum wär, mit die Ewigkeit. Seine Schiffe hat er für die Ewigkeit gebaut, auch wenn es nur ein Traum war, mit der Ewigkeit. Das Leben ist eben nicht immer so, als wie us da drüben dort, das liegt so im System. Das Leben ist eben nicht immer so, wie wir es uns erträumen, das liegt so im System. Falken träumt wie mehr, als das wie Leben dort. Und der Traum hätte am Ende mehr Wirklichkeit, als die Welt um us tot. Oft träumen wir mehr, als wir leben, und der Traum hat am Ende mehr Wirklichkeit. Das Hörspielstudio. Auf diesen Monitoren ist zu sehen, was zu hören ist. Exakt bis in die Obertöne. Jeder Schnitt, jede Veränderung des Klanges, jede Mischung der Geräusche. Korrekturen sind möglich bis zum Ende der Produktion. Und am Ende steht kein Band, sondern eine CD. Was hier produziert wird, können Sie kaufen. Singapur Sling zum Beispiel, das neueste Hörspiel von Radio Bremen. 13 Folgen. Ging weiter. Zwischenstopp Jever, speziell organisiert für die Freunde von Radio Bremen Melodie. 12/3/1996, Radio Bremen Melodie, das neue Programm von Radio Bremen, existiert etwas über 6 Monate. Und schon sind wir in Jever, ein Kompliment an Sie. Und wir bedanken uns, Dankeschön, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Wir wollen uns auf so gerne mal, hängt der Himmel auf voller Regen. Das war so wunderbar, was machen wir, das ist doch sonnenklar. Urlaub an der Border kann, so wie jedes Jahr. Wir sind Freunde, wie es sonst keine gibt. Wir gehen durch dick und dünn. Sie war so schüchtern und wunderbar, aber er fasste sich ein Herz. Wir tauchen nach Korallen und weißen Perlen nicht. Wir feiern heute eine Party. Schalala. Volksmusik und deutsche Schlager. Sie sind zu Hause auf Radio Bremen Melodie. Und der Container bringt jeden Freitag eine Ladung deutscher Klänge in und um Bremen an seine Zuhörer. Prima Verena, Musik und Talk auf Radio Bremen Melodie. Ich bin Achim Kinzel und mit meinem Team heute auf die andere Weserseite gerauscht. Achim Kinzel, der Mann für die norddeutsche offene Art, bietet Radio zum Durchatmen. Besucht seine Hörer Binnen und Buten zwischen Werder, Kohl und Pinkel und dem Rathaus. Ich bin schon traurig genug, aber es gibt etwas zu berichten aus Bremen und über Bremen, über eine kulturelle Aktivität von ganz besonderer Bedeutung. Am Montagabend, 20 Uhr, werden wir im Bremer St. Petri-Dom
eine große Veranstaltung machen. Da wird Will Quartflieg lesen, also Texte vom alten Freiherrn Knigge. Und wir haben einen weltberühmten Professor eingeladen, der wird eine Festrede halten. Radio Bremen Melodie? Ja, tut mir leid. Im Moment geht's nicht. Wir haben gerade Redaktionskonferenz. Jo, danke. Tschüss. Also, heute Mittag bitte um 12.45 Uhr wieder ein Bonn heute. Live-Telefon mit Volker Mauersberger oder Barbara Schulte. Tischgespräch haben wir auch. Ja. Redaktionelle Arbeit bei Radio Bremen Melodie, eingebettet in La Paloma, Peter Alexander und Ernst Mosch. Die muntere Musikwelle wird gestaltet von Namen, die in Bremen Radio Geschichte sind. Karl-Heinz Kahlenberg, Monika Kluth, zwei für viele andere, die rund 20 Stunden am Tag für sie da sind. Verkehrsservice eingeschlossen. Radio Bremen Melodie. Es ist 10:30, es ist Zeit für die Nachrichten. Wir sprechen noch platt. Ja, die Glocke ist 10:30, Zeit für die Nachrichten. Wenn ich Verkehr machen soll, dann brauche ich die Brille. Wenn ich Verkehr morgen sah, muss ich die Brille aufnehmen. Kann ich gar nichts sein. Und wenn Sie uns anrufen wollen, Radio Bremen Verkehrsfunk Telefonansage, empfohlen vom ADAC. Nächstes Ziel die Zukunft. Adresse Bremen 2000. Bremen Fallturm. Bremen 2000, heute wieder live aus der Kuppel des Bremer Fallturms. Morgen wird in Bremen offiziell die Woche der Meeresforschung eröffnet. Heute wird sie inoffiziell in der Sendung Bremen 2000 auf dem Fallturm eröffnet. Die Zukunft liegt unter dem Wasser, sagen Experten. Damit meinen sie, dass Forscher im Moment unter Wasser herausfinden, wo die Zukunft des Planeten Erde liegt. Hörfunk bebildern, hier geht's. Ein Radio Bremen-Film demnächst zu sehen in N3. Aber vorerst weiter im Fallturm. Sie können, Herr Miller, in dem Eis, was es auf der Erde gibt, nachlesen, wie das Klima der Vergangenheit gewesen ist. Ja, das ist richtig. Die großen Eisschilde in der Antarktis und in Grönland enthalten ja Eis, welches bis zu 500.000... Meeresforschung, Umweltwissenschaften und die Zukunft des Klimas im Hörfunk. Die Kieselalge und ihre Rolle im Weltwetter, ein Fernsehfilm. Radio Bremen bietet in zwei Medien den Beweis für journalistische Vielfalt und entwickelt sich durchaus mit Absicht zum Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Mit diesen Untersuchungen versuchen wir, Klimazusammenhänge festzustellen, um Werkzeuge zu erarbeiten für Zukunftsperspektiven des Klimas. National und international wird Ihre Arbeit hoch geschätzt. Doch Hörfunk handlich. Ein Koffer voll Technik genügt. Jeder Ort kann zum Studio werden. Im Bremerhaven, Alfred Wegener Institut. Technik wie geschaffen für Bremen 2000. Wir arbeiten hier mit ISDN, das ist eine besondere, einfache Möglichkeit, über eine Postleitung, eine normale Telefonleitung, diese Sendung abzuwickeln. Das hat den Vorteil, dass man schnell aufbauen kann, dass man schnell drin ist und dass es auch nicht so auffällt und eine nette Atmosphäre hier entsteht. Vielleicht merkt man das als Zuhörer nicht, weil es einfach gut klappt, weil die Leute sich hier unterhalten, so wie sie es sonst, wenn ein Riesen-Ü-Wagen ein großer Aufwand gemacht würde, wahrscheinlich nicht so machen würden oder wenn sie im Studio sitzen würden. Das ist hier eine ganz normale Frühschoppensituation. Bremen 2000 auf Radio Bremen Melodie. Für heute herzlichen Dank fürs Zuhören. Schiff und Meer und Weite. Der nächste radiophone Zwischenstopp liegt nahe. Verehrte Hörer, wir schalten jetzt um zu unserem sonntäglichen Hafenkonzert. Guten Morgen, meine verehrten Hörer. Hier ist Radio Bremen. Zur gewohnten Stunde das Hafenkonzert. Wir begrüßen besonders die Hörer des Hessischen Rundfunks und die Hörer der Deutschen Welle. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 1154. Hafenkonzert auf Radio Bremen Melodie. Angeschlossen sind uns der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten Programm und die Radio Station WFUV in New York. Zu Beginn einen klingenden Gruß des Norddeutschen Blasorchesters unter der Leitung von Bertolt Meyer. Gruß an Kiel.
50 Jahre wird das Hafenkonzert im nächsten Jahr. Diese Sendung verbindet Generationen. Das Hafenkonzert am Sonntagmorgen. Der Sport am Sonntagabend. Ein kleiner Exkurs mit Leibesübungen. Sport aus Bremen in N3. Wer aus Bremen über Sport berichtet, muss kompetent sein. Das wissen inzwischen unsere Konkurrenten und kaufen die Reporter weg. Aber wir wollen uns treu bleiben. Sie müssen natürlich mitmachen. Ja, das ist, also davon lebt diese Sendung. Sie wissen, wir werden immer gut kritisiert hier im Nord-3-Verbund, weil Sie ein viel besseres Publikum sind als die Hamburger. Der Sonntag eines Sportreporters. So, ab da meinetwegen. Ne? Das Tor außer Sicht von Dixie Dörner. Ich will anhand der Szene jetzt zeigen, dass die einfach total scheiße gespielt haben. Er planlos in die Mitte, Baiano planlos. Der weiß überhaupt nicht, was er mit dem Ball machen soll. Der spielt zurück und das Ergebnis siehst du, abseits. Wir haben einen langen Tag gestern am Drehort bei Hansa Rostock gegen Werder Bremen, bei dem man die ARD beliefert hat, die Kollegen in den Sendungen mit O-Tönen beliefert hat, jetzt heute hier schon am Schnittplatz und man versucht natürlich das Spiel nochmal zu rekapitulieren, alles Revue passieren zu lassen, um vor allen Dingen eine vernünftige Analyse anzubringen. Ob das klappt, werden wir dann hier sehen, am Schnittplatz hier bei Radio Bremen und ich hoffe, ich habe jetzt für die Kollegen, die dann hinterher in der Sendung das Stück verwerten werden, nichts vergessen. Stafettenübergabe. Die Reportage vom Nachmittag, die Nachfrage im Studio, dass der Gast tatsächlich kommt, Verdienst der Redaktion im Hintergrund. Offensivspielen bei Hansa Rostock, das hat dann leider nicht so geklappt. Die Rostocker spielen ja im Moment einen traumhaften Fußball, finde ich. Wunderschöne Kombination, toll herausgespielte Tore. Wir schauen uns mal an, wie das so gestern ausgesehen hat. Edgar Mielke mit seinem Bericht. Das stimmt. Hansa Rostock 1996. Ein Genuss. Der eingewechselte Steffen Baumgart mit Saisontor Nummer 10. Hilflosigkeit bei Werder. Man muss schon im Sturm, im Mittelfeld muss man schon versuchen, die Zweikämpfe zu gewinnen. Und das ist uns bei den Toren nicht gelungen. Gerade beim ersten Tor. Ja, so. Oder auch mal frontal. Sonntags Spätschicht mit großem Personalaufwand für Spitzen- und Breitensport. Warum Leute ins Stadion gehen? Weil sie wissen wollen, wie es ausgeht, sagte Sepp Herberger. Ein Bremer Kollege ist professionell neugierig. 3 Minuten gespielt im Bremer Weserstadion. Aber es ist noch nichts passiert. Schiedsrichter Stein ist, aber Werder Bremen macht das Spiel. Marco Bode auf der Linie, man eigentlich auch gar nicht erwartet. In der derzeitigen Situation führt ein hochverdient mit 2:0. Deutscher Meister werden. Und jetzt der FC Bayern München in Bedrängnis, weil Werder Bremen wie verwandelt aus der Kabine herauskam zu Beginn der zweiten Halbzeit. Jetzt die Kopfballmöglichkeit noch einmal für Zickler im Strafraum. Dann noch einmal drüben mit Mehmet Scholl, der jetzt auch ein bisschen abgebaut. Werder Bremen hat es mal wieder geschafft. Die Bayern bleiben auch im 18. Jahr in Bremen ohne Sieg. Sie haben ja seit dem Wiederaufstieg 1981 im Weserstadion nicht gewinnen können. So deutlich waren die Chancen in der ersten Halbzeit. Und dann der Anschlusstreffer. Edgar möchte sofort in den Innenraum und sich melden, ob er einen Interviewpartner hat. 3:2 Sieg Werder Bremen nach 0:2 Rückstand gegen Bayern München. Zurück in die Funkhäuser. Willkommen zu Buten und Binnen während der Hallo, Fußball. Guten Abend bei Buten und Binnen. Auch sind Sie eigentlich ganz sicher, dass Sie Ihren persönlichen Sonnenschutzfaktor kennen? Sie dürfen Gefühle zeigen, ich darf Gefühle zeigen, nur ein Unternehmer sollte das tunlichst unterlassen. So geht das schon seit 15 Jahren.
Bitte anschnallen zur Reise durch Buten und Binnen im Zeitraffer. Push abends her. Ja. Zu dumm zum Teer. Zu dumm zum Teer. So, noch weitere Sachen für diese Woche. Die Minutensonne. Über das schlimme Ding, die ist Ihnen nämlich die Autobahn weggeschmolzen sei zwischen Preuten und Posthausen. Ist das denn so? Ja, stehen. Das ist auch nichts. Das Dumme ist eben nur, dass Sie auf dieser etwas breiten Fuge gestanden haben. Die Fuge sind auf allen Tagen. Gefahren worden und hat dann im Hauptfahrstreifen die Seematerial so eingestellt, dass es bei kalten Temperaturen. Fahrbahn zwischen Reutern und Kopfhausen sind 10 Jahre alt. Da klebt er in die Straße und zwar mit mittelschwerem Gerät und ganz viele Löcher. Dabei sind da schon ganz viele Löcher, überall auf der rechten Fahrspur, 9 Kilometer weit. 4 Beiträge im Durchschnitt, dazu eine Handvoll Nachrichtenfilme und 1 bis 2 Studiogäste. So geht's jeden Tag und jeden Tag anders. Heißer Asphalt und Autoreifen, das verträgt sich überhaupt nicht, schafft dafür aber Arbeitsplätze. Die Zusammenhänge erklärt der Bürgermeister. Auf der Autobahn 1 zwischen Reuten und Posthausen, da steht einer und macht Löcher in die Straße. Und zwar mit mittelschwerem Gerät und ganz viele Löcher. Dabei sind da schon ganz viele Löcher, überall auf der rechten Fahrspur, 9 Kilometer weit. Die Löcher sind da seit letzten Freitag und seitdem ist die rechte Fahrspur auch gesperrt. Nun ist es so, dass dieses Fugmaterial sich in den Lkw-Reifen verfangen hat. Es ist schön breit gefahren worden. Seit 15 Jahren regional die Nummer 1. Warum bloß? Was hat Buten und Binnen, was andere nicht haben? Viele Zuschauer, Spaß mit Zuschauern, engagierte Zuschauer, klasse. Zu viel Gefühl haben die anderen nicht. Ja, was haben wir denn? Buten und Binnen hat unheimlich flexible, anpassungsfähige, gelenkige Reporter. Stimmt doch, oder? Dazu sage ich natürlich überhaupt nichts. Aber wenn der NDR das Beste vom Norden ist, dann ist Buten und Binnen natürlich der Norden vom Norden. Buten und Binnen nimmt Politik ernst, aber nicht ehrfürchtig, hat Respekt, aber ohne Unterwürfigkeit. Und Buten und Binnen verblüfft die Bremer Unternehmer zum Beispiel. Die erwarten immer, dass wir es in die Pfanne hauen, dann kriegen sie endlich mal einen guten Film zu sehen. Bei Buten und Binnen sind die Leute hinter der Kamera mindestens genauso gut wie die Leute vor der Kamera. Vor allem haben wir eine vorzügliche, lebendige Redaktion, engagierte Kamerateams und ein Publikum, dem man nicht permanent einreden muss. Bleiben Sie dran. Ich glaube aber, wir sind altmodisch. Wir sind so altmodisch, an die Neugierde unserer Zuschauer zu glauben. Neugierde auf Informationen vom Nachbarn und Neugierde auf Informationen aus dem eigenen Rathaus, oder? Auf jeden Fall mehr Spaß als bei anderen Programmen. Meistens.